Liebe Freunde, auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, denn auch ihr habt am Ende des Videos die Möglichkeit, etwas gratis zu bekommen. Vielleicht ein Off-White-Shirt, ein Supreme-Shirt, vielleicht darf es auch was von Palace sein. Das könnt ihr euch komplett aussuchen, denn ich verlose am Ende des Videos was. Deswegen unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Da liegt noch alles am Tisch, was ihr vielleicht noch nicht sehen solltet. Ja, the hustle never stops. Ich bin die ganze Zeit schon am Arbeiten an der dritten Kollektion, liebe Freunde. Heute war ein Tag dran, wo ich einfach mal alle Entwürfe, die jetzt endlich auf Maß gebracht wurden, das heißt die finalen Größen der einzelnen Logos, von meiner Grafikerin bekommen habe, jetzt heute gebastelt habe ohne Ende, um diese Logos ungefähr nachzudrucken und anzukleben, um zu sehen, wie das Gesamtwerk dann circa wirken wird. Also ihr seht, ich bin nur am Arbeiten an der dritten Kollektion. Ich freue mich schon mega drauf, wie sich das erste Piece, den ersten Prototypen in meinen Händen halte. Und natürlich, ich wollte schon sagen, zeige ich euch den dann, aber ja. Seit ich 2 Jahre alt bin und da meine ersten Werke mit Lego gebaut habe, hat sich nichts verändert. Ich zeige die Dinge erst her, wenn sie fertig sind, und vermutlich wird das auch bei der dritten Kollektion nichts anderes sein. Liebe Freunde, wir gehen heute zum Hauptthema. So viele Kommentare habe ich gelesen. Wo kaufst du diese Dinge? Wo kaufst du ISSC? Das ist doch immer ausverkauft. Wo kaufst du Supreme? Liebe Freunde, ich habe erst in meinem vorletzten Video einen großen Supreme Haul, ein großes Supreme Unbox gedreht. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann jetzt hier oben abchecken, und da waren unzählige Kommentare, wo ich eben meine Dinge her habe, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich mache heute ein Video und zeige euch, wie ihr die Möglichkeit habt, teilweise auch für unter 100 Euro ein Supreme Shirt oder ein ISSC Piece zu kaufen. Ich kaufe meine Dinge prinzipiell fast immer auf der gleichen Seite, und zwar ist das eine App am Handy, und diese App nennt sich BAM. Deswegen hier auch nochmal Werbung eingezeichnet. Eine Werbekooperation, bei der auch was für euch herausschaut. Einfach bis zum Schluss dranbleiben, denn wer weiß, was ihr euch alles holen könnt, und das, was ich heute verlose. Ich habe ja schon mal ein Video herausgebracht, wo ich zeige, wie man am besten seine Dinge resellt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann jetzt hier oben abchecken. Heute machen wir es genau umgekehrt. Wie koppt ihr euch richtig nicen Scheiß? Vor allem auch Hypebeast-Ware wie Supreme, Palace, Off-White, Gucci, Balenciaga und so weiter und so fort. Das werde ich euch heute zeigen, wie einfach das eigentlich möglich ist und wie man auch am leichtesten spart. Im Prinzip ist es ganz, ganz einfach. BAM ist erhältlich für Android und natürlich auch für iPhone. Ganz, ganz einfach, einfach downloaden mit dem ersten Link in der Infobox. Einfach diesen Link hier klicken, euch die App downloaden, und ab dann kann es eigentlich schon losgehen. Ihr nehmt dann einfach nur mal euer Handy in die Hand, macht BAM auf und es kann eigentlich schon losgehen. Die Frage ist, was wollt ihr koppen? Ihr geht einfach auf den Filter. Wir wollen jetzt zum Beispiel Supreme koppen. Welche Farbe möchte ich haben? Möchte ich ein Oberteil? In diesem Fall ja, ich hätte gern nämlich was von Comme des Garçons, und dann kann die Suche schon starten. Hier habe ich auch schon das erste Shirt, Supreme X CDG, gefällt mir ganz, ganz gut. Ich check das nur mal ab, welche Größe, wo es herkommt, und habe auch gleich die Möglichkeit, dem Verkäufer eine Nachricht zu shooten. Ich schreibe mir jetzt einfach mal den vorgefertigten Text. Ich habe aber auch die Möglichkeit, das einfach direkt hier oben in die Suchleiste einzugeben, Supreme X CDG. Und mich dann so auf die Suche zu begeben und mir einfach die Angebote herauszusuchen, die für mich am interessantesten sind und auch am wenigsten kosten. Ich suche mir einfach mal ein paar Angebote raus, gibt ja relativ viele, und schreibe dann, wenn das Angebot passend für mich ist, einfach direkt den Verkäufer an, schreibe ihm eine Nachricht und am besten handle ich noch was mit ihm aus. Teilweise ist es nämlich möglich, hier auch mit den Privathändlern zu handeln. Das kannst du im Retail nicht. Im Resell ist das natürlich möglich. Ihr macht euch einen Preis aus. Natürlich bedenken, dass Lieferkosten noch dazukommen, und die Zahlung ist ganz, ganz einfach. Wenn ich mich dann mit dem Verkäufer auf einen Preis geeinigt habe, geht es ganz, ganz easy über PayPal, denn hier seid ihr natürlich auch abgesichert. Das bedeutet, sollte irgendwas mit eurem Kauf nicht passen, solltet ihr mit der Ware nicht zufrieden sein, solltet ihr keine Ware erhalten oder sonstiges, ist das alles easiest über PayPal zu regeln, und ihr kommt auf alle Fälle wieder zu eurem Geld und werdet hier nicht verarscht. Also über PayPal funktioniert hier alles safe, und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr nicht über den Tisch gezogen werdet. BAM wird nicht nur von mir verwendet, sondern auch von einigen Leuten, die euch natürlich auch bekannt sind, wie zum Beispiel Ari Petru, the biggest hype
Hypebeast aus der UK. Auch der ist hier auf Band zu finden, hat schon über 100 Artikel verkauft. Das heißt, er hat schon Big Business gemacht und ordentlich viel Kohle verdient durch das Resign, eh klar. Und natürlich auch ApoRed. Der verkauft ja momentan gefühlt so circa alle Sneakers, die er besitzt. Auch ihr habt die Möglichkeit, hier was zu kaufen und natürlich mir folgen. Auf Bump, ganz klar, liebe Freunde, Max Obimi. Ich verkaufe teilweise auch Stuff, wie zum Beispiel jetzt meine gebrauchten Yeezy 700. Die sind für euch erhältlich, also einfach abchecken. Ich werde hier immer wieder mal Sachen aussortieren, die ich vielleicht nicht mehr anziehe. Die kommen hier immer wieder rein und das sind halt wirklich nur wenig Dinge, aber die natürlich handverlesen und mit der richtigen Qualität. Also schaut auch bei mir rein. Ein weiteres cooles Feature ist das Proxy. Das ist ziemlich nice. Ihr müsst hier nicht hoffen und bangen, dass ihr etwas von Supreme bekommt, sondern ihr könnt hier jemanden beauftragen, euch was von Supreme zu kaufen. Das bedeutet, der campt dann vor dem Supreme Store, kauft euch das ein, was ihr haben wollt und verkauft es weiter an euch. Für einen gewissen Obolus, wie man damals gesagt hat, seid ihr natürlich dann safe und könnt die Sachen kaufen. Auch ein sehr, sehr cooles Feature werde ich auf alle Fälle verwenden, um dann in der nächsten Season dann mir Dinge von Supreme zu kaufen. Also auch das sehr, sehr nice, jemand anderen loszuschicken, um Dinge für dich zu kaufen. Warum nicht, ja? So einfach geht das Kaufen auf BAM. Die Ware kommt dann natürlich auch an und zwar in so kurzer Zeit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Bei mir dauert es heute nur 3 Sekunden. 3, 2, 1 und das Paket ist angekommen. Ja, ich habe das natürlich erst gedreht, als ich mein Paket schon hatte. Ich zeige euch das jetzt einfach mal, was ich da bekommen habe. Ich muss nur aufpassen, ich darf das Paket nicht mit der Adresse zeigen. Wo ist mein berühmtes Messer? Heute mal nichts zerstören. Mein Lieblingspart, das Unboxing. Wir werden gleich mal hineinsehen, habe ich mir ein schwarzes oder ein weißes Shirt gekauft. Das sieht man ja eh im Video. Wir schauen jetzt einfach mal rein. Ja, hier sieht man natürlich schon die Supreme-Tüte. Oder das Sackerl, wie man in Österreich sagt. Hier, das Supreme-Sackerl. Und wir schauen gleich mal rein. Ja, natürlich noch original verpackt. Ich wollte dieses Shirt unbedingt haben. Jetzt halte ich es in meinen Händen. Es gefällt mir mega gut. Ich finde ja CDG allgemein nice und eine Kooperation mit Supreme hat auch die Vergangenheit schon gezeigt. Ist immer nice, wenn sich zwei Marken zusammentun wie die hier. Kann nur was Cooles dabei rauskommen. Ja, richtig cool. Auch hier nochmal haben wir Crème de Garçon hinten stehen. Wenn mein Französisch wieder mal richtig kacke ist, entschuldige ich mich für meine Aussprache. Ich hatte Spanisch, kein Französisch. Viel wichtiger ist, dass der Print nice aussieht, dass die Qualität stimmt und dass es meine Größe ist. Und das haben wir vorher schon gesehen. Der Preis, ja, relativ teuer. Ich habe jetzt knapp 400 Euro dafür bezahlt. Aber wir werden es jetzt einfach mal anziehen und uns den Fit ansehen. Oh, dadurch, dass das Supreme Shirt sehr frisch und neu ist, riecht es auch dementsprechend noch. Den Fit kann man auf alle Fälle lassen. Large fittet mir am besten. Auch von hinten nochmal gezeigt. Kommt gut mit der Adidas Track Pants, die ich hier anhabe. Also ich bin auf alle Fälle sehr, sehr zufrieden. Kann man sich schon mal gönnen. Mega, mega nice. Jetzt hier mit dem verschobenen Box-Logo, also kommt richtig, richtig geil. Gut, der coolste Part für mich ist vorbei, der coolste Part für euch folgt aber jetzt, und zwar das Gewinnspiel. Liebe Freunde, ihr habt die Möglichkeit, einen 250-Euro-Gutschein, das heißt gleich mal Startkapital für das Kaufen auf BAM zu bekommen. Ganz, ganz easy. Punkt Nummer 1, klickt auf den Link in der Infobox. Ladet euch BAM runter, folgt mir gleich mal auf meiner BAM-Page und unter allen neuen Abonnenten wird hier ein 250 Euro BAM-Guthaben verlost. Also jetzt unbedingt gleich folgen, dann habt ihr die Möglichkeit, das zu gewinnen und euch selbst, ich weiß nicht, was von Off-White zu kaufen, vielleicht ein, zwei Shirts von Supreme oder doch bis zu 4 Shirts von Antisocial Social Club. Eure Möglichkeit, euch da selbst auszusuchen, was ihr euch holen wollt. Lasst mir auf jeden Fall auch ein Like auf Instagram da. Und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich liken, Freunde. Ist doch klar. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Freunde. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Ich wünsche euch frohes Copping und frohes Fitting. Ich hoffe, ihr findet, was ihr sucht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Maximilian.